Mir fällt heute die Aufgabe zu, Sie durch diese Veranstaltung zu führen, sowie die Ehre der Begrüßung unserer Gäste, die ich natürlich mit dem größten Vergnügen auch machen werde. Aber bevor ich dies tue, gestatten Sie mir bitte einige ganz wenige persönliche Bemerkungen. Für uns Nationalparkler ist heute ein echter Freudentag. Es kommt ja nicht allzu oft vor, dass ein bestehender Nationalpark wächst. Nach meiner Kenntnis war das vor unserer Erweiterung in 50 Jahren Nationalparkgeschichte. Der Nationalpark Bayerische Wald ist gestern ja 50 Jahre alt geworden, der älteste. War das eigentlich nur dreimal der Fall, wenn man von kleineren Grenzkorrekturen in einem Gebiet mal absieht. 1996 wurde eben dieser Nationalpark Bayerischer Wald um ca. 11.000 Hektar vergrößert und gerade in diesen Tagen kommen nochmal 600 Hektar dazu. Der dritte Fall vor uns war das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer, das 1999 gewaltig um mehrere 10.000 Hektar vergrößert wurde. Aber das zählt eigentlich nicht, weil es hauptsächlich Wasser war. Ist also außer Konkurrenz eigentlich. Wir freuen uns auch deshalb so sehr, weil dieses mit durchaus viel Arbeit verbundene Projekt eine echte Gemeinschaftsaktion war und sich auch bei schwierigen Fragestellungen durch ein ausgesprochen hohes Maß an Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten auszeichnete. So, und jetzt möchte ich Sie aber namentlich und einzeln recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Pressetermin. Frau Ministerin Hinz, ich freue mich sehr, dass Sie trotz Ihres übervollen Terminkalenders, ich weiß, wie schwierig es war, diesen Termin zu finden, extra hierher an diesen wunderbaren Aussichtspunkt, den wir ja heute bei Sonnenschein wäre noch wunderbarer, aber es ist, glaube ich, auch beim heutigen Wetter eindrucksvoll, dass Sie hierher gereist sind und das Ereignis auch mit einem Grußwort würdigen werden. Manfred Bauer, bis jetzt Leiter eines großen Nationalparks in Nordhessen, nun eines sehr großen Nationalparks. Die Erweiterung ist heute offiziell geworden. Wie stolz ist man? Also ich bin sehr stolz, wobei ich jetzt sagen muss, wir waren ja auch kein großer Nationalpark, wir waren der zweitkleinste deutsche Nationalpark und insofern ist es natürlich schon ein richtiger Schluck aus der Pulle, sodass wir jetzt nochmal um ein Drittel wachsen. Das ist sehr schön und das freut uns ausgesprochen. In Hessen sind die der Größte. In Hessen auf jeden Fall der Größte. Muss das mal positiv sehen. Ja. Gibt Dinge, wo man sagt, man muss weiter daran arbeiten, das ist sicherlich die touristische Infrastruktur in Zusammenarbeit mit den Kommunen, mit den Touristenorganisationen als Nationalparkspartner. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf hier bei uns in der Gegend. Ne? Da gibt es noch einiges zu tun, aber es geht nicht nur um die touristische Infrastruktur, sondern wir müssen ja auch das ganze System aufbauen, also mit den Führungen und so weiter. Die macht jetzt ja alle der Naturpark Kellerwald, Edersee. Und das soll aber natürlich so sukzessive vom Nationalpark übernommen werden und das Angebot ausgearbeitet werden, damit es dann auch wirklich nationalparkgerecht ist. Ja, aber der Nationalpark macht Aufführungen mit seinen Nationalpark-Rangerinnen und Ranger. Schon, aber nur im bisherigen Gebiet. Und jetzt kommt ja das große neue Gebiet dazu, da müssen wir uns ja ausdehnen. Ach so, jetzt haben Sie natürlich eine Landstraße im Nationalpark. Das ist die von Herzhausen nach Vöhl. Und es passieren Wildunfälle. Wie ist das da geregelt? Das ist eigentlich genauso geregelt wie überall. Das ist zunächst einmal für einen Nationalpark eigentlich kein Problem, außer dass halt dann Wild überfahren wird. Aber grundsätzlich gehört ja das Wild, das überfahren wird, eigentlich dem Jagdausübungsberechtigten. Ja, wenn es auf der Straße liegt, gehört es dem Grundstückseigentümer. Ja, das heißt, Hessen Mobil. Ja. Ansonsten, das ist immer ein Problem, egal ob Nationalpark oder nicht. Ja. Aber ansonsten wird der Nationalpark da ganz normal wie ein auftreten, das heißt seine Nachsuchen machen, seine Entsorgung machen, wenn es im Nationalparksbereich liegt, wie sich das anständig gehört. Selbstverständlich, ja. Es ist sogar so, dass wir im Erweiterungsgebiet, sagen wir, an der bisherigen Jagd gar nicht so viel ändern werden, weil durch die Flächenform haben wir ja eine sehr lange Grenze mit den landwirtschaftlich genutzten Flächen und da wollen wir uns natürlich auch beteiligen daran, dass die ordentlich wirtschaften können.
Jetzt heißt mehr Fläche natürlich auch mehr Arbeit. Bekommen Sie auch mehr Personal? Da gibt es im Moment noch keine Signale, da arbeiten wir noch dran. Wäre aber wünschenswert. Es wäre sehr wünschenswert und wäre sogar eigentlich notwendig, weil es ja klar ist, dass man ein Drittel mehr Fläche nicht mit dem gleichen Personalbestand machen kann. Damen, Abgeordnete, sehr geehrter Herr Landrat Dr. Kubert, sehr geehrte Herren Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, alle Anwesenden. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Erweiterung des Nationalparks Kellerwald-Edersee verkünden kann. Und natürlich wollte ich mir das nicht nehmen lassen, selber zu kommen und das hier zu verkünden, weil es ist wirklich ein wichtiger Tag und es ist ein wichtiges Ereignis. Und selbst wenn die Sicht heute jetzt nicht brillant ist, aber wir sind ja froh, dass es auch mal ein bisschen feucht ist. Von daher ist das Wetter goldrichtig, genau wie die Entscheidung, die getroffen wurde, den Nationalpark hier zu erweitern. Ich möchte daran erinnern, dass wir ein Vorläuferprojekt hier oben haben, nämlich das Naturschutz-Großprojekt. Und das Naturschutz-Großprojekt hat die nochmal besonders eindrucksvoll, glaube ich, bestätigt und der Region auch deutlich gemacht, in der Region deutlich gemacht, wie wunderbar die Nordsee, die Edersee-Steilhänge sind, wie wichtig es ist, diese Naturschätze hier zu bewahren. Und als es dann um die Entscheidung ging, was machen wir jetzt nach Beendigung dieses Naturschutz-Großprojektes, da kam die Diskussion so richtig in Fahrt über die Erweiterung des Nationalparks. Mit der Entscheidung der Koalition und damit auch der Landesregierung, Kellerwald-Edersee erweitern wollen, um die Steilhänge am Norden am Edersee, einen der größten zusammenhängenden Buchenwald Mitteleuropas. Nicht umsonst ist dieser Nationalpark hier UNESCO-Weltnaturerbe. Allein das zeigt schon, wie wichtig es ist, hier diese, was für ein Naturschatz dieser Nationalpark beherbergt. Und natürlich kann man noch die Wildkatzen nennen und den Schwarzstorch und das Wild, was man hier hautnah auch mal erleben kann, wenn man durch den Nationalpark läuft. Das ist der eine wesentliche Teil eines Nationalparkes und ganz wichtig natürlich. Der zweite Teil ist die Regionalentwicklung und der nachhaltige Tourismus, der einhergeht mit der Ausweisung des Nationalparkes und jetzt dann auch mit der Erweiterung einhergehen soll. Bezüglich dieser Flächenkulisse und wie mit den verbleibenden Themen umgegangen werden soll. Wir haben jetzt die Nationalparkverordnung beschlossen. Damit erweitern wir ab heute den Nationalpark um 1950 Hektar und er wird jetzt 7.688 Hektar groß sein. Um 5.000 war er vorher, genau. Und das heißt, er ist ein Drittel größer. Das ist ein ganz großer Tag heute für Ihr Haus, für den Naturschutz, für den Umweltschutz, für den Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ist das so? Ja, das ist ein wunderbarer Tag. Wir feiern heute die Nationalparkerweiterung. Die Fläche wird um ein Drittel erweitert, 1950 Hektar genau. Und vor allen Dingen die nördlichen Steilhänge, aber auch das östliche Gebiet kommt jetzt hinzu zum Nationalpark und diese beherbergen einen wunderbaren Naturschatz.
Das ist für den Naturschutz natürlich besonders wichtig. Wir haben das Fahrziel Natur mit der Deutschen Bahn seit knapp 2 Jahren. Wir haben Nationalparks, Bahnhof in der Großgemeinde Vöhl. Aber es fehlt immer noch so ein bisschen Infrastruktur rund um den Nationalpark, gerade für Tagestouristen. Sind hier die Gemeinden ein bisschen gefordert? Hier sind alle gefordert, die Gemeinden, aber auch Private und natürlich der Tourismusverband. Ich glaube, dass diese Nationalparkerweiterung auch noch mal einen Push gibt, sich besser noch zu überlegen, was brauchen wir hier in der Region, um die zusätzlichen Gäste anzulocken, aber ihnen auch einen guten Verbleib hier möglich zu machen, sowohl für die Tagestouristen als auch für diejenigen, die hier 1-2 Tage bleiben wollen. Und das wird die Diskussion der nächsten Jahre sein. Nun gibt es hier in dieser Erweiterung ein kleines Novum. Es läuft eine Landstraße durch das Erweiterungsgebiet. Das widerspricht aber nicht dem Schutzziel, oder? Nein, das widerspricht nicht dem Schutzziel. Die Straße ist hier möglich. Und auch der Edersee selber gehört nicht zu der Kulisse dazu. Deswegen ist es auch möglich, dass dort die Boote fahren, dass dort Badegäste sind. Und wir haben die Nationalparkfläche um den See herumgebaut und entwickelt sozusagen. Und da sind auch die Naturschätze zu finden, alte Urwaldrelikte, Urwaldkäfer, die große Bartfledermaus, erstmalig entdeckt hier in Hessen. Und das sind wunderbare, tolle Neuigkeiten. Und ich glaube, viele Gäste werden jetzt zusätzlich hierher kommen, um diesen Nationalpark zu besuchen. Dann gilt mein herzlicher Gruß. Als ich vorhin hier hochgekommen bin, gemeinsam mit Ihnen, habe ich gesagt, da wissen wir, wofür sich das die Arbeit gelohnt hat. Das ist ja ein unglaublicher Blick von hier oben auf die Erweiterungsfläche unseres Nationalparks. Sie sehen einen glücklichen Landrat und eine glückliche Privatperson. Ich habe mich so gefreut auf diesen Moment, dass wir hier stehen dürfen. Und mir kam in Erinnerung nochmal all das, was wir vor 15, 20 Jahren erlebt haben, als es darum ging, einen Nationalpark lieber Manfred erstmals auszuweisen. Und wenn ich die Genese von damals vergleiche mit dem, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, sage ich, das ist überhaupt kein Vergleich. Damals gab es Streit überall. Die Leute haben sich gar nicht mehr getraut. Und wer Nationalpark pro war, der hatte eine Kontraseite und umgekehrt. Und man darf sagen, Manfred, und das finde ich so beachtlich, der Nationalpark hat sich seit seiner Entstehung so entwickelt, dass Menschen hier im Landkreis mehrheitlich sage ich, stolz darauf sind. Was früher Argwohn war, ist heute Freude, dass wir so ein Aushängeschild bei uns im Landkreis haben. Wir sind der einzige Nationalpark in Hessen. Und das macht ihn ja auch als etwas Besonderes. Und als wir dann vor 2 Jahren drangegangen sind, zaghaft zu überlegen, gibt es denn eine Möglichkeit der Erweiterung, da war ich selbst erstmal ein bisschen zurückhaltend, habe dann aber gemerkt, da ist so viel Vertrauensvorschuss inzwischen gewachsen, dass man das Thema getrost angehen darf. Und so haben wir es dann auch gemacht. Auch ich freue mich, dass wir heute den Nationalpark hier offiziell eröffnen können. Sie alle haben sich schon überzeugt und die Gelegenheit genutzt von den herrlichen Ausblicken. Ich denke, der schönere Teil, der kommt jetzt zum Nationalpark. Bisher war es überwiegend nur Wald. Bis jetzt ist es, und was jetzt dazu kommt, das ist Wald mit Ausblick. Und das haben wir in der Stadt Waldeck natürlich reichlich an vielen Punkten. Durch die Höhenlage natürlich auch durch den Edersee, wo man eben einen ganz herrlichen Blick von vielen Aussichtspunkten ja auch genießen kann. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal das Motto wiederholen von der Frau Ministerin ganz zu Beginn, als wir über den Nationalpark gesprochen haben. Das Motto war mit der Region. In meinem Wahlkampf hatte ich auch das Motto miteinander, weil es miteinander einfach besser geht. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie das auch wahrgemacht haben, dass es ein wirkliches mit der Region war, ein wirkliches Miteinander. Und auch in der AG-Sitzung oder in den AG-Sitzungen muss man ja sagen, es waren ja 4 an der Zahl, wo wir die Verordnung erarbeitet haben,
Es war ein gutes Miteinander. Wir haben um viele Dinge auch gerungen in der AG-Sitzung. Und da meinen ganz besonderen Dank an die Frau Sapri, die ja heute nicht hier ist, die ist in Elternzeit, an die Frau Freien, an den Herrn Wilke, an den Herrn Küte, auch den Herrn Meyer, der dann bei den Grundstücksverhandlungen hinzugekommen ist, aber auch an die Institutionen, die alle beteiligt waren, ja, bei der Erarbeitung der Verordnung. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Eder Dampfradio. Eder Dampfradio.